Egal, was man studiert, irgendwann muss jeder von uns mal eine Hausarbeit verfassen. Dabei fragt man sich natürlich, wie beginne ich? Welches Layout sollte meine Hausarbeit haben? Wie belege und zitiere ich korrekt? Wir hoffen, euch mit unserem Video weiterhelfen zu können. Fangen wir also an. Wie beginne ich? Zunächst brauchst du ein konkretes Thema oder eine Fragestellung. Im Idealfall ist dies etwas, was dich selbst interessiert und zu den thematischen Vorgaben des Seminars passt. Achte dabei darauf, dass es nicht zu allgemein gefasst, sondern sehr stark eingegrenzt ist. Besorge hier nun die nötige Literatur und eigne dir einen Überblick zu deinem Thema an, um es anschließend gliedern zu können. In Handbuchartikeln und Lexika kannst du dir einen ersten Überblick verschaffen. Monographien bieten dir breite und tiefergehende Informationen und in Zeitschriftenartikeln oder Aufsätzen findest du häufig konkrete, stärker eingegrenzte Informationen. Finde heraus, wie die aktuelle Forschungslage ist, um möglichst zeitgemäß zu schreiben. Hast du diesen Überblick, wird es dir leichter fallen, deine Hausarbeit zu gliedern. Am Anfang deiner Arbeit steht eine Einleitung. Du musst die Einleitung aber nicht am Anfang schreiben. Den meisten Menschen fällt es leichter, sie erst ganz am Schluss zu schreiben. In der Einleitung stellst du dein Thema vor und begründest, warum es relevant ist. Du stellst eine oder mehrere Forschungsfragen auf und erläuterst dein Vorgehen in der Arbeit. Du benötigst Hypothesen, also du machst Feststellungen, die du dann in der Arbeit beweisen oder widerlegen möchtest. Der Hauptteil sollte argumentativ die Thematik auseinandernehmen. Wenn du eine empirische Untersuchung machst, unterteile den Hauptteil in theoretischen und empirischen Teil. Im empirischen Teil ist es wichtig, die Ergebnisse und die Interpretation deutlich voneinander zu trennen. Im Schlussteil solltest du deine Fragen aus der Einleitung wieder aufgreifen und eine Bilanz ziehen. Im Schlussteil sollten außerdem keine neuen Informationen mehr vorkommen. Du resümierst nur das, was du schon geschrieben hast. Hier ist es normal, wenn du dich an einigen Stellen wiederholst. Am Ende einer jeden Hausarbeit befindet sich ein Quellen- und Literaturverzeichnis, in welchem alphabetischer Reihenfolge nach den Nachnamen der Autoren bzw. Herausgeber die Autoren genannt werden. Man gibt nur die Literatur an, die man direkt oder indirekt zitiert oder paraphrasiert hat. Das nur durchgelesene gehört nicht in das Verzeichnis. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Welches Layout sollte meine Hausarbeit haben? In einer Hausarbeit sind die Formalien von großer Bedeutung, jedoch weichen die Erwartungen von Institut zu Institut ab. In der Germanistik sollte man die Schriftarten Times New Roman mit der Schriftgröße 12 oder Arial mit Größe 11 verwenden. Der Zeilenabstand sollte 1,3 bis 1,5 betragen. Die Seitenränder sollten mindestens 2 cm und höchstens 4 cm breit sein. An der rechten Seite ist ein Korrekturrand von 3 cm angemessen. Die Gliederung sollte im Dezimalsystem verfasst sein. Auch das Deckblatt muss bestimmte Formalien erfüllen. Dazu seht ihr nun ein kleines Beispiel. Doch zuerst schauen wir uns an, was überhaupt auf ein Deckblatt gehört. Hier gehören zuerst Titel und gegebenenfalls Untertitel der Arbeit hin. Außerdem Name, Matrikelnummer und E-Mail-Adresse des Autors oder der Autorin, Titel und Zeitpunkt der Veranstaltung, der Name des Dozenten oder der Dozentin und natürlich das Abgabedatum. Nun das versprochene Beispiel. Hier seht ihr ein sehr einfach gestaltetes Deckblatt. Natürlich könnt ihr es auch noch ein wenig anpassen. Ein weiterer wichtiger Punkt in deiner Arbeit ist das richtige Belegen und Zitieren. In deiner Hausarbeit musst du deine Thesen mit Literatur belegen. Dazu nutzt du fremdes Gedankengut, was natürlich gekennzeichnet werden muss. Häufig wird zum Zitieren das Harvard-System genutzt. Man nennt dabei den Autorennamen, das Erscheinungsjahr des Aufsatzes, Sammelbandes oder Buches und gegebenenfalls die Seitenzahlen in Klammern nach dem direkten Zitat oder der Paraphrase. Handelt es sich nicht um ein Zitat, aber du willst gerne auf eine Quelle verweisen, schreibst du nur in Klammern Vergleich, Name, Jahr. Wörtliche Zitate mit mehr als 40 Wörtern musst du ohne Anführungszeichen, aber als eingerückten Block zitieren. Wenn an einer Stelle mehrere Autoren erwähnt werden, trennt man die Namen durch ein Semikolon. Wurden Arbeiten von zwei oder mehreren Autoren oder Autorinnen verfasst, trennt man die Namen durch Kommata oder Schrägstriche. Hier gibt es verschiedene Varianten. Wenn es mehr als drei Autoren waren, kann man nur den ersten Autor nennen und danach et al. Schreiben. Im Literaturverzeichnis werden dann wieder alle Autoren bzw. Autorinnen genannt. Wie ihr seht, gibt es hier sehr viele verschiedene Möglichkeiten des Zitierens. Macht euch also schlau, welche Zitierweise eure Fakultät oder euer Dozent bevorzugt. Wörtliche Zitate sind wortgetreu wiederzugeben, grundsätzlich mit einem Hinweis auf die Seitenzahl zu versehen.
Verändert man den zitierten Text, muss man dies angeben. Es gibt dabei Auslassungen, also Ellipsen, welche das Zitat allerdings nicht verfälschen sollten. Sie werden so gekennzeichnet. Punkt, 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 in eckiger Klammer. Einfügungen, also Interpolation, erläutern das Zitat, sind also Textzusätze. Und grammatische Anpassungen des Zitats und Umstellungen der Wortbestandteile. Wichtig ist, dass man kennzeichnet, dass die Umstellung, Einfügung oder Auslassung von einem selbst stammt. Deshalb ist es üblich zu schreiben in eckiger Klammer die Umstellung und danach deine Initialien. Ein Literaturverzeichnis sollte sehr übersichtlich sein. Deshalb beginnt jede Literaturangabe auf einer neuen Zeile und es ist, wie schon gesagt, alphabetisch geordnet. Nur noch einige Tipps, wie ihr verschiedene Literaturarten unterscheiden könnt. Monographien werden beispielsweise meist von einem Autoren verfasst, können aber auch von mehreren verfasst sein. Dabei muss beachtet werden, dass dann der gesamte Text gemeinschaftlich geschrieben worden sein muss. Eine Monographie widmet sich einem Thema, dieses wird umfassend und unter Berücksichtigung der aktuellen Forschungssituation bearbeitet. Bei Sammelbänden verfassen Autoren zu einer Fragestellung einzelne Teile oder Kapitel, die dann zusammengefügt werden. Jeder Aufsatz ist gekennzeichnet nach seinem Verfasser. Wenn ihr aus einem Aufsatz aus einem Sammelband zitieren wollt, müsst ihr darauf achten, dass sowohl Autorname des Aufsatzes als auch der Herausgeber und der Titel des Buches genannt werden. Zum Schluss noch eine kleine Checkliste, damit ihr eure Hausarbeit auf Korrektheit und Vollständigkeit überprüfen könnt. Hast du ein konkretes Thema ausgewählt? Ist die Literatur passend? Hast du deine Hausarbeit gegliedert? Stellst du in deiner Einleitung Forschungsfragen und Hypothesen auf? Setzt du dich im Hauptteil argumentativ mit deinem Thema auseinander? Kannst du im Schluss Fragen und Hypothesen aus der Einleitung aufgreifen und eventuell beantworten? Hast du das Layout eingehalten? Hast du korrekt und vor allem einheitlich zitiert? Ist jegliches fremdes Gedankengut gekennzeichnet? Nun sollte deine nächste Hausarbeit gelingen. Viel Erfolg!